Zunächst darf ich einen herzlichen Gruß von der Goldbergbaustadt Goldkronach, einer Wirkungsstätte des großen Alexander von Humboldt hier in Franken, nach Seoul in Korea richten. Ich freue mich sehr, wenigstens digital einen Beitrag zu dieser Konferenz, an der auch die Hans-Seidel-Stiftung in Seoul mit Professor Dr. Bernhard Seliger beteiligt ist, einen Beitrag zur Wahlrechtsgeschichte und zur Wahlrechtsdebatte in Deutschland zu leisten. In einer parlamentarischen Demokratie wird das Parlament als die Herzkammer dieser Demokratie bezeichnet. Und wie ein Herz von einer gut geregelten Blutzufuhr abhängig ist, so ist eine parlamentarische Demokratie von der Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger, sowohl durch Wahlbeteiligung, aber auch durch entsprechende Mehrheitsbildungen abhängig. Und wenn, um im Bild zu bleiben, die Blutzufuhr die Wählerzustimmung ist, für die Herzkammer der Demokratie, das Parlament, so ist das Arteriensystem das Wahlrecht. Nur durch ein funktionierendes, von den Bürgern angenommenes Wahlrecht findet eine gute Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei Wahlen statt. Es gibt ja zwei große grundsätzliche Systeme im Wahlrecht. Das ist das Mehrheitswahlrecht, bei dem es mehr darauf ankommt, dass in einer Region, in einem Wahlkreis jemand eine Mehrheit erzielt und alle, die in Regionen, in Wahlkreisen eine Mehrheit erzielen, bilden dann die Abgeordneten eines Parlaments. Bei diesem Mehrheitswahlrecht wird kritisiert, dass politische Stimmungen, die Zusammensetzung von Parteien ins Hintertreffen gerät, und deshalb gibt es das zweite System, das Verhältniswahlrecht, bei dem mehr die politische Stimmung, die politischen Richtungen in einem Land im Parlament abgebildet werden sollen. In Deutschland hat es seit Beginn von Ansätzen einer parlamentarischen Demokratie nach der Revolution von 1848 zunächst, zumindest auf Bundesebene, ein Mehrheitswahlrecht gegeben. Durch dieses Mehrheitswahlrecht sah sich jedoch zunehmend die aufkommende deutsche Sozialdemokratie benachteiligt. Und sie kam sehr stark ins Spiel nach der Revolution, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918. Und sie hat dann auf ein Verhältniswahlrecht gedrungen und in der Weimarer Demokratie, in der Weimarer Republik, löste das Verhältniswahlrecht das Mehrheitswahlrecht ab. Aber auch dieses Verhältniswahlrecht kam zunehmend in die Kritik, weil man doch feststellte, dass nur Wählerlisten und nach der Zustimmung von Parteien auf deren Wählerlisten ein zusammengesetztes Parlament auch zu einer gewissen Entfremdung zwischen Wählern und Gewählten geführt hat. Und deshalb ist man in Westdeutschland in der parlamentarischen Demokratie von Bonn nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 einen anderen Weg gegangen. Man hat aus dem System des Mehrheitswahlrechts und aus dem System des Verhältniswahlrechts ein sogenanntes personalisiertes Verhältniswahlrecht gebildet. Und das sieht vor, dass jeder Bürger bei Bundestagswahlen zwei Stimmen hat. Mit der Erststimme wird der oder die direkte Abgeordnete in einem der 299 Wahlkreise in Deutschland gewählt. Aber die Zweitstimme ist genauso wichtig, entscheidend, weil das Zweitstimmenergebnis entscheidet über die Stärkeverhältnisse
im Parlament. Wir haben also eine Kombination aus Mehrheitswahlrecht, Erststimme, mit dem die direkt gewählten Abgeordneten in den Wahlkreisen gewählt werden. Und wir haben über die Zweitstimme ein Verhältniswahlrecht, mit dem über die Stimmen für die Parteien die Zusammensetzung des Parlaments entschieden wird. Gegenwärtig, wenn alles glatt abläuft, gibt es im Deutschen Bundestag 598 Abgeordnete, 299 direkt gewählt, 299 über die Zweitstimme über die Parteilisten. Aber jetzt kann es vorkommen, dass eine Partei mehr Direktmandate erzielt und damit über mehr Abgeordnete verfügt, als ihr vom Zweitstimmenergebnis zustehen. Und das führte zu den sogenannten Überhangmandaten. Die haben lange Zeit in Deutschland keine Rolle gespielt. Bei den Bundestagswahlen bis 1990 gab es höchstens 3-4 Überhangmandate. Aber durch die Wiedervereinigung haben diese Überhangmandate zugenommen. Und deshalb hat das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, gesagt, damit der Wählerwille nicht verzerrt wird, müssen für Überhangmandate sogenannte Ausgleichsmandate geschaffen werden. Und mit diesen Ausgleichsmandaten soll sichergestellt werden, dass insgesamt wieder im Parlament sich das Zweitstimmenergebnis abbildet. Also, wenn es Überhangmandate gibt, muss es Ausgleichsmandate geben. Und dies wiederum hat dazu geführt, dass über die 598 Abgeordneten hinaus zum Beispiel der gegenwärtige Deutsche Bundestag auf 709 Abgeordnete, also 111 Abgeordnete mehr, angewachsen ist durch Überhangmandate, aber die auch dann auszugleichenden Ausgleichsmandate. Und zurzeit gibt es eine Diskussion in Deutschland, ob das dazu führt, dass der Deutsche Bundestag in einer nächsten Legislaturperiode von gegenwärtig 709 auf vielleicht 800 Abgeordnete anwachsen wird. Und der Streit geht darum, stärkt man das mehrheitsbildende Element des Wahlrechts oder beeinträchtigt man dies dadurch, indem man die Wahlkreise von 299 wieder verringert. Im Moment kann man noch nicht absehen, wohin diese Debatte in Deutschland führen wird. Denn die Debatte ist natürlich auch durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. Ich persönlich glaube, wir haben ein gutes Wahlrecht in Deutschland aus Mischung zwischen Mehrheitswahlrecht und Verhältniswahlrecht. Ich habe dem Deutschen Bundestag von 1990 bis 2017 7 Legislaturperioden angehört. Das erste Mal 1990 bin ich über die Landesliste meiner Partei, der CSU, in den Bundestag gewählt worden. Von 1994 bis 2017 bin ich dann 6-mal direkt gewählt worden im Wahlkreis Bayreuth-Forchheim. Ich kenne also die Rolle im Parlament als Listenabgeordneter über die Zweitstimme gewählt und als direkt gewählter Abgeordneter. Ich glaube, man muss einen guten Kompromiss finden, denn eine weitere starke Verkleinerung des Bundestages würde dazu führen, dass die Wahlkreise für die direkt gewählten Abgeordneten immer größer werden und dass die Distanz zwischen Wähler und Gewählten, zwischen Abgeordneten und Bürgerschaft sich weiter vergrößert. Und deshalb bin ich sehr skeptisch, die Zahl der Wahlkreise in Deutschland weiter stark zu reduzieren. Das würde der Bindung zwischen Bürger und seinem gewählten Repräsentanten im Deutschen Bundestag schwächen. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch, dass vor allem kleinere Parteien in dieser Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht auch in Zukunft ihre Rechte und ihre Stimmen gewichtet haben wollen. Ob eine Kappungsgrenze hilft, wo man einfach die Zahl der Abgeordneten im Deutschen Bundestag zum Beispiel auf 690 begrenzt und ob das nicht wieder verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, das wird zurzeit diskutiert.
Und insofern bleibt die Debatte um die Zukunft des Wahlrechts in Deutschland auch in den nächsten Wochen und Monaten und vermutlich bis nach der nächsten Bundestagswahl spannend.